Ich hol sie raus. Oh, come on. Komm schon. Der Gurt klemmt. Ich muss ihn irgendwie durchschneiden. In so einer Situation muss man schnell kreative Lösungen finden. Da ist ein Spiegel. Spiegelscherben kann man als Behelfsmesser verwenden. Mit dem Glas der Autoscheiben geht das nicht, da dieses aus Sicherheitsgründen in kleine Stücke ohne scharfe Kanten zerbricht. Aber hiermit kann ich den Gurt durchschneiden. Jetzt brennt es hier richtig. Wir brauchen einen anderen Weg nach draußen. Die Flammen versperren mir den Weg. Und da ich den bewusstlosen Mann tragen muss, bin ich nicht sehr beweglich. Achtung, es geht los. Die Hecktür ist meine einzige Chance. Ich muss erst den Weg freiräumen. Ich leg sie noch mal ab. Komm schon! Ich muss die Tür aufstemmen. Vielleicht geht das mit diesem Brecheisen. Vorsicht! Manchmal ist eine verschlossene Tür das Einzige, was zwischen einem Unfallopfer und seiner Rettung steht. In solchen Momenten braucht man einen eisernen Willen. Man ist erst in Sicherheit, wenn man sich mindestens 20 Meter vom brennenden Fahrzeug entfernt hat. Sonst kann man von fliegenden Trümmern oder von der Druckwelle getroffen werden. Wenn man in so ein Worst-Case-Szenario gerät, sollte man folgende Grundregeln beachten. Wenn Flammen oder Rauch aus dem Fahrzeug kommen, sollte man sofort aussteigen und sich möglichst weit entfernen. Raus aus dem Auto! Falls als Fluchtweg nur die Fenster bleiben, ist die verstärkte Windschutzscheibe die schlechteste Wahl. Vorsicht vor scharfen Kanten und Glassplittern. Schützen Sie Ihre Atemwege mit einem nassen Tuch. So kriegen Sie keinen Rauch in die Lunge. Spiegelscherben können als Behelfsmesser dienen. Um vor der Explosion und fliegenden Trümmern sicher zu sein, muss man sich mindestens 20 Meter vom Unfallort entfernen. Informieren Sie möglichst sofort den Notruf und kümmern Sie sich dann um andere.